Herzlich willkommen bei Sini macht Auge, Reaction Time. Wir reagieren heute und kommentieren Alyosha. Ja, ein starker Meinungsmacher, Instagrammer, YouTuber, alles Mögliche. Kurze Triggerwarnung, die ist sehr wichtig. Dieses Video könnte Gefühle verletzen. Deswegen, also falls ihr Gefühle habt, dann am besten einfach jetzt ausschalten. Ich mache diesen Spaß heute aber nicht alleine. Ich habe mir überlegt, es wäre doch ganz witzig, einfach mal mit einer KI zusammen auf Alyosha zu reagieren, beziehungsweise vielleicht auch Inhalte von Alyosha gemeinsam zu diskutieren. Ihr kennt vielleicht aus Sinans Woche ja Alfred, meine kleine süße KI-Katze. Ich habe bei ChatGPT einen Custom-GPT erstellt. Also ich habe Alfred so eine Art Backstory gegeben. Ich habe so gesagt, woher er kommt, was er so macht, wie er eingestellt ist. Ich verrate jetzt nicht, wie. Ich habe mir da so alles Mögliche ausgedacht. Ich war kreativ. Ihr bekommt nachher auch noch im Übrigen die Möglichkeit, mit Einfluss zu nehmen auf unseren kleinen süßen Alfred. Also wir können noch ein bisschen mehr Backstory dazu packen. Erstmal kurze Frage. Alfred, hast du Bock, gemeinsam mit mir jetzt Alyosha-Video zu gucken und mal ein bisschen auf die Inhalte einzugehen? Alyosha, der Meinungsmacher. Also, na, das klingt nach einer Fundgrube für Logiklücken und steile Thesen. Legen wir los. Erzähl mir, um was es in dem Video geht, oder gib mir ein spezielles Zitat oder Thema aus dem Video, das wir aufs Korn nehmen können. Bereit, das Ganze wissenschaftlich und mit einer Prise Sarkasmus zu sezieren. Ihr seht, Alfred hat Bock, also stürzen wir uns direkt ins Video. Ist eine richtige, lustige Geschichte. Luke Mockridge Comeback, ach nee, ist gar nicht so lustig, ne? Wie der Stern versagt hat. Stern, das Magazin. Oh, die haben versagt. Das dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir hören rein. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen im Safe Space Wohnzimmer eurer... Wieso war da eigentlich jetzt schon ein Cut? Also das Intro kriegt man auch gerade noch einmal fehlerfrei rein, oder? Egal, entschuldigt, ich bin schon wieder abgelenkt. Wahl, ich hoffe, es geht euch allen gut. Macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück. Holt euch ein Getränk eurer Wahl. Wir reden heute über ein sehr hitziges Thema, deswegen möchte ich von vornherein zwei Sachen ansprechen. Boah, krass, wie viele Cuts da drin sind, ne? Ich mache ja selber häufig auch Videos, wo ich dann vom Teleprompter ablese und ich reg mich selber auf, dass ich manchmal nicht mehr in der Lage bin, 20 Zeilen Text stotterfrei vorzulesen, aber hier ist ja in einem Satz 10 Cuts. Naja, egal. Erstens würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video vor allem erstmal zu Ende schaut, bevor... Nö, ich reagiere direkt drauf. ...irgendwelche wutentbrannten Pyro-Bernd 3000 und Kampf-Kevin 10 auf Instagram mir wieder schreiben, was ich mir rausnehme oder sonst irgendwas. Gut, ich glaube, das Video ist sowieso nichts für euch, aber prinzipiell... Interessanter Punkt. Das habe ich jetzt schon bei ganz vielen Leuten gesehen. Zuletzt ist es mir aufgefallen bei Sarah Bosetti, dass sie in ihren Inhalten, wie er jetzt auch immer wieder erwähnen, so, ja, und ihr braucht mir jetzt gar nicht bei Instagram schreiben oder ihr braucht es gar nicht kommentieren. Ja, warum liest du es und warum erwähnst du es? Also ermutigt das nicht sogar Leute, das dann genau zu tun? Ich sag mal so, das Ganze fällt so unter diese Kategorie von, arbeite ich mich an meinen Hatern ab, ja oder nein? Diese Gefahr, die sehe ich bei allen Content-Creatern. Ich habe auch schon mal mir die Frage gestellt, wie geht man damit um? Ich hatte ja diese Waldi-Serie, wo wir den Twitter-Nutzer hatten, der sich ja schon auf eine ganz, ganz intensive Art und Weise mit mir beschäftigt hat. Ich habe dann gedacht, okay, wir machen es irgendwie humoristisch, irgendwie. Aber ich habe auch dann das Interesse auch wieder verloren. Ich hätte das richtig ausschlachten können. Also die Waldi-Videos, die haben sich vor allem wirtschaftlich, monetär, die haben sich richtig gelohnt, waren gar nicht viel Aufwand und Leute hatten total Bock drauf. Aber ich bin einfach schlecht im Wirtschaften. Aber die Frage stellt sich dann mir trotzdem, wie geht man damit um? Wir fragen mal Alfred. Hältst du das für eine gesunde Einstellung, wenn man selber Content-Creator ist, dass man ganz viel von den Kommentaren liest, vor allem die böswilligen, die Hater-Kommentare, wenn man sich das alles durchliest und man ja sogar spürt, dass sie Einfluss auf den eigenen Content haben? Was denkst du dazu? Oh, der gute alte Reverse-Psychology-Trick. Alyosha spielt hier vielleicht unfreiwillig den Provokateur. Wenn man die Internetmeute bittet, etwas nicht zu tun, ist das ungefähr so effektiv wie ein Betreten Verbotenschild in einem Freizeitpark. Natürlich wollen dann alle genau das machen. Vielleicht sollte Alyosha das nächste Mal einfach sagen, bitte überhäufen Sie mich mit dummen Kommentaren und schauen, was passiert. Ein bisschen wie bei Huckleberry Finn.
der seine Freunde dazu bringt, den Zaun für ihn zu streichen. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ein ganz smarter Move, den Alfred hier vorschlägt. Also gerade seine Hater direkt anzusprechen und zu sagen, was sie nicht tun sollen, das ist, glaube ich, sehr ineffektiv. Sibir, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video erstmal zu Ende schaut. Und das Zweite, was natürlich wichtig ist, dass ich eine explizite Content-Warnung an der Stelle aussprechen möchte, dass wir natürlich in dem Fall, wie ihr wahrscheinlich im Titel und Thumbnail erkennen könnt, über das Thema sexualisierte Gewalt sprechen. Das ist so geil hier wieder. Content Note. Sexualisierte Gewalt. Nicht das böse X verwenden. Nachher fällt die Monetarisierung des Videos noch weg. Was hält eigentlich Alfred von so Content-Warnungen und Triggerwarnungen? Triggerwarnungen, die moderne Variante des Vorsicht-Heiß-Aufklebers auf Kaffeebechern. Ursprünglich gedacht, um Menschen mit ernsthaften traumatischen Erfahrungen zu schützen, werden sie heute oft so inflationär verwendet, dass sie fast ihre Bedeutung verlieren. Es ist, als würde man vor jedem kleinen Steinchen auf dem Gehweg warnen. Irgendwann hören die Leute auf, die Schilder ernst zu nehmen. Stellen wir uns doch mal die Frage, wenn alles als gefährlich oder triggernd etikettiert wird, wie können wir dann noch echte Gefahren erkennen? Vielleicht sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, robuste Diskussionsräume zu schaffen, statt überall vorsichtige Zonen einzurichten. Der erste Mic-Drop-Moment von Alfred. Ich bin gerade ziemlich begeistert. Also ich glaube, ich werde bei dieser Reaction gar nicht weiter gebraucht. Wenn ihr bei dem Thema vorbelastet oder traumatisiert seid oder sagt, ich kann das nicht gut, dann ist das Video definitiv nichts für euch. Wir blenden euch während dieses Videos das Hilfstelefon ein und wir werden es auch nochmal in die Infobox packen. Und jetzt legen wir los. Vor etwas mehr über 2 Jahren hat der Spiegel einen Artikel über Luke Mockridge und Ines Anjoli veröffentlicht, in dem es um die Vorwürfe sexualisierter Gewalt ausgehend von Ines Anjoli, aber, und das ist ganz wichtig, auch von anderen Frauen ihm gegenüber ging. Der Spiegel hat natürlich Ermittlungen gemacht, das ist nichts, was man von jetzt auf gleich über Instagram macht. Das ganze Thema hat extreme Wellen geschlagen und ich habe auch damals schon darüber gesprochen. Und jetzt, knapp 2 Jahre später, hat Luke Mockridge in einem der größten Medienhäuser Deutschlands, dem Stern, ein Interview bekommen. Ich möchte vor allem über dieses Interview sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was mich an dieser Situation, an dem Artikel, an den Aussagen, an der Verantwortung vom Stern, alles, was mir dazu einfällt, möchte ich noch thematisieren und okay. kritisieren. Und bevor wir jetzt ins Video starten, möchte ich einmal ganz kurz ein paar wichtige Zahlen und Daten nennen, weil es einfach im Kontext dieses gesamten Themas meiner Meinung nach unausweichlich ist, darüber zu sprechen. Okay, wir brauchen ein bisschen Kontext, wir brauchen ein paar Zahlen und Fakten. Worum geht's? Fast jede 7. Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Das ist nicht schön. Nur 5% der Sexualstraftaten werden überhaupt angezeigt. Und von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden nur 13 mit einer Verurteilung. Interessanter Fakt. Wenn wir mal lesen, von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden im Schnitt nur 13 mit einer Verurteilung. Jährlich sind es etwas mehr als 1000 Verurteilungen bei 8000 Anzeigen in Deutschland. Damit liegt die Verurteilungsquote bei 13%. Diese Verurteilungsquote ist im europäischen Ländervergleich unterdurchschnittlich. Interessant. Jetzt müsste man natürlich wieder die Frage stellen, was ist denn die Erkenntnis daraus? Weil ich glaube, wir sind ganz häufig super schnell, beziehungsweise ein Aljoscha und jemand, der vielleicht ähnlich irgendwie, voreingenommen ist mit der Interpretation solcher Zahlen. Also grundsätzlich ist ja erstmal die Verurteilungsquote, sagt ja noch nicht so viel darüber aus. Also es kann ja sein, dass 1000 Mal oder 100 Mal angezeigt wird, aber wirklich nur in 13 Fällen wirklich ausreichend Beweise, Vorlagen, man wirklich die Schuld des Beschuldigten auch beweisen konnte. Vielleicht merkt man jetzt auch schon, wohin die Reise geht. Wenn man sich darüber beschwert, ich weiß ja nicht, ob er das tut, dass nicht genügend Anzeigen auch zu einer Verurteilung führen. Ja, das kann ja ganz viele Gründe haben. Wir wissen ja noch nicht, was die Gründe sind. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es dürfte nur zu einer Verurteilung kommen, wenn natürlich auch hundertprozentig die Schuld nachgewiesen werden kann. Alles andere wäre ja kein Rechtsstaat mehr. Und von 100 angezeigten Vergewaltigungen enden nur 13 mit einer Verurteilung. Ja, die Stimmlage lässt schon vermuten, das ist ja wohl ein Skandal. Wieso? Das weiß ich nicht. Ist das ein Skandal? Was läuft schief? Wir wissen es ja nicht. Erstmal ist das einfach nur eine Aussage. Bei 13 von 100 Fällen reichen die Indizien, reichen die Beweise aus.
In weit über 90% der Fälle sind Täter männlich. Das gilt auch, wenn die Betroffenen Männer sind. Das ist nur ein ganz kurzes Anschneiden, aber man sieht ja schon an den Zahlen, dass wir eine ganz klare Tendenz haben, dass wir in diesen patriarchalen Strukturen ein Problem mit toxischer Männlichkeit, ein Problem mit sexualisierter Gewalt, vor allem gegen Frauen und weiblich sozialisierte Menschen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Es gibt extrem viele Gründe, warum Frauen oder Betroffene von sexualisierter Gewalt gar nicht erst zur Polizei gehen oder es gar nicht erst melden. Habt ihr gemerkt, wie ganz schnell man von den Zahlen zur Erkenntnis rübergegangen ist? Also wir haben die Zahlen, wir haben die Fälle und daraus kam sofort der kausale Schluss. Ja, dadurch sehen wir ja, wir haben ein Problem mit den patriarchalen Strukturen, wir haben ein Problem mit toxischer Männlichkeit. Das müsste man natürlich erstmal irgendwie auch miteinander in Verbindung bringen. Man kennt das ja aber ganz häufig so, wenn man schon davon überzeugt ist, dass es das gibt, patriarchale Strukturen, dass es toxische Männlichkeit eben, dass diese Idee dahinter, dass die wahr ist, dann nimmt man natürlich Zahlen, die einem diese These bestätigen, gerne mit Kusshand an. Hat zum einen damit zu tun, dass wir gesellschaftlich extrem wenig Bewusstsein über das Thema haben, dass sehr oft Situationen runtergespielt werden, dass sexualisierte Gewalt ja schon anfängt bei Gaffen, bei Catcall. Moment, sexualisierte Gewalt fängt bei Gaffen an. Alfred, wenn ich eine andere Person einfach nur angaffe, kann das schon eine Art Gewalt sein? Anstarren als Gewalt? Das klingt fast so, als würde man jemandem eine Ohrfeige mit den Augen verpassen. Natürlich kann intensives Starren unangenehm und sogar einschüchternd sein, je nach Kontext. Aber es direkt als Gewalt zu bezeichnen, scheint ein wenig übertrieben. Gewalt impliziert doch eine physische Kraft, die Schaden oder Schmerz zufügt. Anstarren hingegen, das ist mehr eine soziale Ungezogenheit, eine Art visuelles Drängeln. Vielleicht sollten wir eher über Respekt und persönlichen Raum reden, statt die Wörterbuchdefinition von Gewalt zu dehnen wie einen alten Kaugummi. Scheiße, bist du smart! Die KI, ne, die hat einen großen Vorteil gegenüber uns Menschen, die lässt sich einfach nicht so leicht beirren. Die weiß ganz genau, was sind gute Argumente, was sind schlechte Argumente. Tja, ich nutze natürlich gerade die KI einfach nur brutal, um meine Meinung unters Volk zu bringen, aber es ist auch ein bisschen witzig. Ich finde es gut, wenn ihr Gegenargumente da habt, dann gerne in die Kommentare, aber ich muss sagen, Alfred überzeugt. Calling, also übergriffigen, sexualisierenden Sprüchen, bei natürlich auch Angrapschen und Anfassen, sofern es nicht im Konsens passiert. Jetzt sind wir natürlich im physischen Bereich, da fängt dann irgendwann auch Gewalt natürlich an. Ja, also alles, was darauf aufbaut. Das alles basiert auf einem strukturellen Problem, wie wir Frauen in dieser Gesellschaft sehen und wie wir das normalisiert haben. Sehr oft werden die Situationen und Gefühle von Betroffenen runtergespielt. Das geht auch nicht selten von den Betroffenen selber aus. Dazu kommt, dass es ein extrem schambehaftetes Thema ist. Und das sehen wir auch in den Zahlen, dass die Aussicht auf Erfolge und das Wissen Betroffene sehr gering ist. Denn wie soll man in Situationen, in denen übergriffiges Verhalten passiert, Beweise haben? Es ist extrem schwierig, überhaupt an Beweise zu kommen. Und aus irgendeinem Grund, ich erinnere gerne an die Till Lindemann-Situation, nehmen wir Menschen in Machtpositionen gerne in Schutz. Vielleicht, weil wir selber Angst haben, dass wir irgendwann mal in einer Situation sind. Vielleicht, weil wir selber Angst haben, dass wir sowas schon mal gemacht haben. Vielleicht aber auch, weil wir eine persönliche Bindung zu der Person haben und diese einfach auf irgendeine Art durch diese parasoziale Beziehung, die wir aufgebaut haben, so idealisieren, dass wir denken, oh mein Gott, die gehört auf dem Podest. Niemals würde diese Person sowas machen. Nimm mir diesen Teil meiner Identität, meiner Kindheit, meiner Jugend bitte nicht weg. Mach ihn mir nicht kaputt. Außerdem ist es auch so, gerade bei dem Thema sexualisierte Gewalt, dass sowas besonders im näheren Umfeld, Bekanntenkreis passiert. Das heißt, dass Betroffene oft von Menschen, die sie kennen, belästigt werden oder schlimmer. Das wiederum führt dazu, dass Menschen Angst haben. Angst haben, zur Polizei zu gehen, keinen Erfolg zu haben und dann schlimme Konsequenzen erleben zu müssen. Auch das Thema Femizide oder häusliche Gewalt spielt hier mit rein. Das ist alles ein System, in dem Macht über Frauen ausgeübt wird. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen in Machtpositionen, Männer, Täter generell, oft leider geschützt werden. Aber es kommt... Ich frage mich gerade, in was für einer Welt lebt Aljoscha? Also ich will gar nicht jetzt sagen, dass das alles irgendwie gar nicht gibt oder so. Ne? Wir haben immer Abgründe in der Gesellschaft, aber so wie er es gerade beschreibt, das ist ja ein totales Horrorszenario. Wir leben in einer Welt, die von Männern dominiert wird, die ganze Zeit, überall. Dann würde ich mal dein Umfeld checken, lieber Aljoscha, oder? Sprichst du hier von irgendwas, weiß ich nicht, was du vermutest, was es irgendwie gibt? Das geht ja in Richtung Panikmache, ne?
Wir leben in einer Welt, die ist komplett aus das, die Strukturen sind alle so, das Patriarchat, Männer werden nur geschützt, Männer in Machtpositionen werden nicht angegriffen und so. Also wo sieht man das? Also Till Lindemann, medial wurde da ja komplett draufgehauen. Also wieso, woher kommt diese These, man würde da nicht dagegen sprechen? Hat das wieder was damit zu tun, auf welche Seite man guckt? Also er liest ja auch anscheinend Kommentare. Ich glaube, dann liest er vielleicht auch Kommentare, die dann schreiben, Till Lindemann ist unschuldig, scheiß Woke-Mob. Und dann denkt er, oder keine Ahnung, vielleicht schreiben manche auch noch viel schlimmere Kommentare und sagen, die Frauen hatten es verdient oder so, keine Ahnung. Und daraus leitet er dann irgendwie seinen Blick auf die Gesellschaft ab, vermute ich mal. Also in meinem Umfeld, in der Welt, wo ich lebe, ist es auf jeden Fall nicht so. Vielleicht lebe ich schon in dieser Utopie, in die Aljoscha gerne hin möchte, und er lebt irgendwie in einem ganz, ganz schlimmen patriarchalen Macho-Welt. Dann würde ich mich wirklich mal fragen, was hast du für Freunde? Und ansonsten, also habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, Social Media versus Real Life. Also ich glaube, wer Social-Media-Kommentare und weiß ich nicht, überhaupt Kommentarfunktion von Social-Media irgendwie ernst nimmt und daraus irgendwie versucht, die Realität abzuleiten, der begeht einen ganz, ganz, ganz großen Fehler. Immer mehr raus und es wird immer schwieriger. Allerdings ist es natürlich auch so, dass dieses Lauterwerden von einer Seite, die endlich mehr zu Wort kommt, auch immer zu Gegenreaktionen führt. Auch immer dazu führt, dass die Gegenseite sich wehrt, weil Machtverhältnisse sich verändern, weil man nicht daran gewöhnt ist, dass Menschen sich wehren, weil der Status quo sich ändert. Grundsätzlich bin ich immer dafür, wenn sich Menschen wehren und sich aus ihren Macht oder ihren unterdrückten Situationen freikämpfen, muss halt immer alles natürlich im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit geschehen. Ne? Also gerade wurde auch wieder so salopp gesagt, es ist halt total schwer, das zu beweisen. Ja, wenn Sachen schwer zu beweisen sind, sind sie schwer zu beweisen. Das kann einen vielleicht nerven und so. Und dann muss man überlegen, wie man das vielleicht besser beweisen kann. Aber wir können nicht den Umweg gehen und sagen, ja, es muss halt auch mal ohne Beweise reichen. Ne? Und wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Wir mögen Macht, wir mögen Bequemlichkeit. Denn wenn man Betroffenen in der Vergangenheit zugehört hätte, dann hätte man auch damals schon erfahren, dass Catcalling, Angrapschen, übergriffiges Verhalten damals schon nicht cool war. Warum ich das gerade erzähle, das wird gleich noch relevant. Und das ist eine Sache, die mich generell auch stört, dass diese Debatten, die wir online führen, die Kommentare, die wir schreiben, das Runterspielen von Erfahrungen, die Betroffene gemacht haben, die zig Nachrichten, die ich jedes Mal bekomme, wenn ich darüber spreche, die machen mir jedes Mal Angst. Und ein Riesen... Ich hab's gesagt, das ist eine komplett verzerrte Wahrnehmung der Welt und das liegt an Social Media. Sorry, Aljoscha, dass ich das so sagen muss, aber du verbringst zu viel Zeit auf Plattformen, wo dir irgendwer irgendwas schreibt. Das ist wirklich, also ich kenne das mittlerweile. Du bist dann irgendwie bei Instagram auf YouTube unterwegs und wir sind auch hier bei YouTube, ja. Aber nur ein Bruchteil der Menschen, die es gucken, drücken Daumen hoch, Daumen runter, nur ein Bruchteil derer kommentieren. Und in den Kommentarspalten findest du immer die abstrusesten und extremistischsten oder die beklopptesten Leute wieder, weil, sind wir mal ehrlich, du guckst gerade das Video hier. Warum? Ja, weil du ein bisschen Unterhaltung haben willst, vielleicht willst du dich ein bisschen mit aufregen oder nicht. Jetzt wäre schon ein krasser Schritt, wenn du sagst, ah, komm, da schreibe ich jetzt auch mal was drunter. Im besten Fall vielleicht einfach irgendwie was lustiges Video, cool, mach weiter so. Aber es gibt Leute, die schreiben so halbe Romane darunter. Und du denkst dann, ich meine, da müssen wir uns doch mal wirklich fragen, was sagt das über eine Person aus, die unter YouTube-Videos, also irgendwelche Personen, anonyme Menschen schreiben unter irgendwelche Videos irgendwas. Und Aljoscha liest das von beiden Seiten, ja, hat er ja gerade gesagt, und bildet sich daraus die Realität. Das ist doch kompletter Hirnfick. Das ist totaler Blödsinn. Ein Problem in dieser Gesellschaft ist Victim Blaming. Victim Blaming bedeutet sowas wie Täter-Opfer-Umkehr, dass Betroffenen die Schuld für Situationen gegeben wird. Du wolltest es doch, wieso ziehst du dich dann so anreizend an? Sie hat doch mit mir geflirtet. All diese Sachen, die versuchen, Übergriffigkeit zu rechtfertigen. Nur ein eindeutiges Ja ist auch ein Ja. Würde man jetzt erstmal so in den ersten
Instinkt, Impuls würde man dem vielleicht zustimmen, ne? Also würde ich auch sagen, so grundsätzlich, ja, muss schon irgendwie ein Ja sein. Aber übertragen wir das mal auf die Realität. Ich würde behaupten, in den allermeisten Fällen, wo es zu sexualisierten oder sexuellen Handlungen kommt, gab es nicht dieses eindeutige Ja. Ich frage mich wirklich, in was für einer Welt lebt ihr? Also ist das dann so, ich finde dich sehr attraktiv, ich dich auch. Ich würde jetzt den Kuss einleiten. Gibst du mir ein Ja? Ja! Das war gut. Ich würde gerne weitere Schritte. Come on, Leute. Nein, so ist es nicht. Am Ende, es ist ein Gefühl, es ist, passt nicht. Es wird geguckt, was passiert, wie weit kann man gehen. Es können sich auch Stimmungen ändern. Es kann auch sein, dass man am Anfang sagt, habe ich irgendwie Bock drauf, ein bisschen geht was. Und dann merkt man irgendwann so, boah, jetzt, weiß ich nicht, ich werde immer nüchterner. Aus dem eben noch sehr eindeutig signalisierten Ja wird jetzt vielleicht langsam ein Nein. Ist das Nein bei der anderen Person schon angekommen? Also ich weiß wirklich nicht, wie Aljoscha Sex hat. Also ich kaufe es ihm nicht ab, dass er sozusagen immer vorher so eine Einverständniserklärung einholt. So, jetzt habe ich wahrscheinlich brutales Victim-Blaming begangen. Ja, alles Satire, alles Spaß. Situation ihr seid, ob vorher, währenddessen oder danach, man kann jederzeit sagen, ich möchte das nicht mehr. Stopp, da gebe ich ihm recht. Also du kannst jederzeit, und das sollte man vielleicht auch, vielleicht ist da ein bisschen mehr Empowerment gefragt, in dem Moment, wo du Zweifel hast, wo du sagst, weiß gar nicht, ob ich das gerade Bock drauf habe, ja, gib sehr eindeutige Signale, die heißen so viel wie, stopp, ich habe keinen Bock mehr, steh auf und geh. Und wenn dann das nicht akzeptiert wird, ja, dann ist die Sache auch sehr eindeutig. Egal an welchem Punkt man ist. Euer Körper, eure Entscheidung. Grenzen gehören respektiert. Niemand hat das Recht, über euch oder euer Körper zu entscheiden. Und ich werde jetzt etwas machen, was ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich möchte hier keinen Raum einnehmen, der mir nicht zusteht. Aber ich möchte gerne von einer eigenen Erfahrung sprechen, die ich mit euch teilen möchte, um euch zu verdeutlichen, warum auch das Bewusstsein bei Betroffenen oft nicht da ist und warum Betroffene sich selbst auch oft gaslighten, also ihre Situation runterspielen, versuchen zu relativieren. Ich bin generell in einem Umfeld und in einer Zeit aufgewachsen, in dem das Thema Sexualität sehr schambehaftet war. Ich habe das Gefühl... Ah, okay, vielleicht ist da schon der Fehler. Ich nehme mich im Übrigen gar nicht. Also bei mir alles auf dem Tisch. Dass ich wenig darüber gelernt habe, besonders natürlich im Zusammenhang mit Homosexualität. Und entsprechend hatte ich enorme Angst. Und ich weiß, dass ich kurz nach meinem Coming Out enorme Schwierigkeiten hatte, überhaupt darüber zu sprechen oder überhaupt mir vorzustellen, mich zu daten. Ich habe aber irgendwann diesen Schritt gemacht, indem damals eine befreundete Person von mir gesagt hat, komm, ich mache dir jetzt ein Profil. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann angefangen zu daten. Für mich war aber die Vorstellung, mit einer Person Sex zu haben, enorm überfordernd. Ich hatte enorme Angst, dass ich versage, dass ich es nicht hinbekomme, dass es nicht gut ist. All den Stress, den man sich ohnehin schon macht. Und vielleicht auch noch das falsche Bild, was ein online in Filmen, in der Welt, in der man groß geworden ist, vermittelt wird. Das hat aber dazu geführt, dass ich in viele Situationen gerutscht bin. Und ich rede wirklich von mindestens 3 verschiedenen Männern, die in sehr eindeutigen Situationen sehr, sehr, sehr oft und wiederholt von mir gehört haben, nein, ich möchte das nicht. Lass das bitte. Das waren unterschiedlich schlimme Situationen für mich, in unterschiedlichen Settings, teilweise vielleicht in einem Club, teilweise war es bei den Leuten zu Hause. Ich habe eigentlich immer ganz klar gesagt, dass ich Situationen nicht möchte, weil ich auch einfach Angst davor habe. Jetzt im Shop? Irgend so eine Werbung? Okay, sehr passend vom Zeitpunkt her. Hatte. Und Grenzen zu setzen, und es hat einen Grund. Okay. Ja, ey, mega miese Story. Ey, geil, kann ich diesen Hoodie kaufen? Warum ich hier sehr oft über Konsens spreche, Konsensumarmungen und warum mir das Thema so wichtig ist, weil ich 10 Jahre später mit einer Freundin gesprochen habe, die mir von Übergriffigkeiten von ihrem Chef erzählt hat und die in diesem Gespräch mit mir gesagt hat, dass sie ganz lange Zeit die Schuld bei sich gesucht hat und ganz lange Zeit gedacht hat, sie sei das Problem. Und ich ja,
Ist sie auch. Möchte ich kurz erklären. Wenn übergriffiges Verhalten stattfindet, dann ist natürlich das übergriffige Verhalten immer von dem, der es macht, dass der ist offensichtlich das Problem. Gleichzeitig ist aber ganz wichtig, und ich plaudere mal hier aus dem Nähkästchen, gehe aber nicht näher auf Namen oder Personen ein. Also diejenigen, die das ja jetzt gucken, wissen Bescheid. Also mir haben auch schon Freundinnen erzählt, wie sie zum Beispiel im Arbeitsplatz irgendwie angemacht werden, also flirty Verhalten, wo sie auch sich fragen, so, hey, aber ich habe dem gar nichts signalisiert und der flirtet mich die ganze Zeit an, das ist voll übergriffig. Und dann kam auch häufig dann so ein Argument, ja, was soll der Scheiß und wieso checkt er das nicht? Und ich bin dann so der unangenehme Freund, der dann sagt, ja, wir können jetzt noch eine Stunde darüber reden, wie scheiße dein Arbeitskollege ist oder dein Vorgesetzter oder irgendwas. Wir können darüber reden. Oder wir überlegen uns jetzt mal, was du machen kannst, damit das aufhört, damit das besser wird. Ja, und da sind wir wieder Stichwort Eigenverantwortung. Oder versuche ich irgendwie die ganze Gesellschaft und vor allem die ganzen bösen Männer zu erziehen? Und da habe ich dir gesagt, am Ende ist es, so gemein das auch irgendwie klingen mag, ist jetzt deine Aufgabe, da ganz klar eine Grenze zu zeigen. Und das zu sagen, zu kommunizieren. Und dann kommen natürlich so Sachen so, ja, das ist halt mega unangenehm. Ja, das ist mega unangenehm. Und tut mir auch ein Stück weit leid, ja, dass man selber dann dafür sorgen muss, obwohl man selber ja gar nicht die Person ist, die das in die Wege geleitet hat. Also man will da irgendwie nur, ich wollte gerade sagen, feuchtfröhlich arbeiten. Das ist eine schlechte Formulierung. Man möchte einfach nur arbeiten und wird dann halt angemacht. Und das ist für die Frauenwelt halt echt irgendwie blöde, weil die Männer halt immer die ganze Zeit irgendwie dicke Nüsse haben und die Frauen angrapschen oder nicht angrapschen, aber anflirten und auch nicht so richtig akzeptieren, wenn es nicht fruchtet. Ich benutze echt komische Formulierungen. Aber am Ende müssen wir uns doch die Frage stellen, wie wird es denn für Frauen besser? Und wir haben jetzt eben zwei Optionen. Wir können entweder sagen, so, ja, wir müssen jetzt, keine Ahnung, wir müssen die Männer müssen wir alle kastrieren, okay, das ist ein bisschen heavy. Wir müssen sie erziehen, wir müssen es ihnen beibringen. Ja, gut, dann mach halt noch irgendwie deinen 20.000. Social Media Post darüber, wie Männer sich zu verhalten haben und was ja nicht okay ist. Und dann bringen wir das bei Funk und Co. In Social Media in die Welt daraus. Und ich bin mir ganz sicher, dass vor allem die Männer, die es betrifft, wird's erreichen, die werden's lesen. Natürlich nicht. Die folgen auch Funk nicht, die interessieren sich auch für das ganze Thema nicht. Es werden dann sowieso nur die Männer erreichen, die sowieso sagen, ja, mache ich eh nicht. Aber schön, dass ihr es mir nochmal erklärt, ja, dass ich bestimmte Verhaltensweisen nicht machen soll. So, das heißt, die Effektivität dieser Aktion, dieses Aufklärens, irgendwie, ich habe die nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie der Wirkmechanismus sein soll. Also gehe ich hin und sage, was kannst du denn machen? Zieh dir halt nicht so einen kurzen Rock an. Nein, sondern klare Kante zeigen, Grenzen aufzeigen, sich dadurch, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, gerade bei Frauen, ja, mach dich unbeliebt bei der Person. Vielleicht sagt die Person dann auch hintenrum, irgendwie, ist voll die prüde, blöde Schlampe, ist voll der Widerspruch, ne? Prüde, Schlampe, irgendwie. Aber das würden dann solche Kerle vielleicht sagen. Spielt aber keine Rolle. Am Ende ist es dein Job zu sagen, nee, das mag ich nicht, das will ich nicht, verpiss dich, du Perverser, geh mir nicht auf den Sack, hör mal auf, mich die ganze Zeit anzubaggern, es nervt, du hast eh keine Chance. Was weiß ich, sei hart. Wenn jemand so übergriffig bei dir ist, dann hast du auch das Recht, natürlich dementsprechend deine Grenze auch, also das ist ja nicht übergriffig, sondern die Grenze, du musst es ja wieder wegschieben. Jemand ist ja zu nahe gekommen und den musst du natürlich auch verbal wieder in seine Schranken weisen. Und das ist für mich nicht Victim Blaming, das ist nicht Täter-Opfer-Umkehr, sondern das ist eigenverantwortliches Handeln. Und das, glaube ich, erzieht Männer am Ende auch wesentlich besser als diesen Umweg über irgendwelche Social-Media-Kanäle und sie dann ja erklären, wie sie sich zu verhalten haben. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Moment ist mir irgendwie ein Licht aufgegangen. Ich habe so einen Aha-Moment gehabt, in dem ich dachte,
Jetzt bin ich gespannt. Moment mal, das kommt mir gerade krass bekannt vor. Was passiert ist, ist, dass in Situationen vor 10 Jahren ich mich nicht nur unfassbar geschämt und schlecht gefühlt habe danach, ich Dinge über mich habe ergehen lassen, die ich nicht wollte, mit einem Schamgefühl, mit Angst nach Hause gegangen bin, mit Unwohlsein nach Hause gegangen bin, das Gefühl hatte, mit niemandem darüber reden zu können oder wollen, vor allem, weil ich den Fehler bei mir gesehen habe, weil ich gedacht habe, nicht mal das kriegst du hin. Was kriegt er nicht hin? Du bist so prüde. Wieso bist du so? Warum? Ja, okay, das ist natürlich übel, wenn man so noch denkt, das ist ja wirklich strange, wenn man denkt, wieso konnte ich nicht einfach durchziehen? Wieso habe ich es nicht über mich ergehen lassen? Wieso habe ich keinen Bock, wenn er, wieso macht mir das keinen Spaß, wenn der Typ jetzt gerade mal richtig hart in mich reinrammelt? Das ist natürlich blöd. Also du solltest natürlich immer deinem inneren Gefühl sofort vertrauen. Wenn das gerade wenn dir danach nicht ist, sag nein. Und das ist eigentlich schade für Aljoscha, dass er da nicht mit diesem Empowerment früh genug eigentlich versehen wurde, dass er eben die Kraft hat, nein zu sagen, die Situation zu verlassen. Wir müssen wohl, um sowas zu vermeiden, selbstbewusstere Menschen erziehen. Mal gucken, was seine Schlussfolgerung ist. Warum kannst du nicht mal sowas Einfaches? Jeder normale Mensch kriegt das hin. Jeder normale Mensch. Ich habe mich also für eine Situation fertig gemacht, in der ich eigentlich ganz klar Grenzen gesetzt habe und ganz klar gesagt habe, ich fühle mich hier unwohl und ich möchte das nicht. Und diese Person diese Grenzen clearly überschritten hat. Und aufstehen und gehen. Trotzdem bin ich mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen, weil ich dachte, ich hätte Schuld. Ich hätte einfach mitmachen sollen. Ich hätte einfach viel früher sagen sollen. Okay, das ist aber auch weird. Also das ist nicht cool. Sollen, let's go, let's do it. Und dieses Bewusstsein habe ich erst bekommen, als mir 10 Jahre später eine Freundin die Augen geöffnet hat. Und das nicht mal bewusst. Und endlich habe ich eine Erklärung dafür, warum ich mich so schlecht gefühlt habe. Und endlich sehe ich das mit anderen Augen. Und das ist der Grund, warum mir das Thema so wichtig ist. Und warum ich auch immer wieder sage, dass Bewusstsein schaffen nicht nur für Täter wichtig ist oder für Menschen, die potenzielle Täter sind, sondern auch für Betroffene. Sich selbst das einzugestehen, ist auch kein leichter Prozess. Und jetzt zurück zu Luke. Hä? Also hab ich jetzt irgendwie die Erkenntnis verpasst? Also stimmt er mir jetzt zu oder nicht? Also wir müssen klar machen, es ist völlig in Ordnung, wenn du keinen Bock auf Rammel-die-Ding-Dong hast. Und dann kannst du jederzeit aufstehen und gehen. Das wäre das ja nicht nur der Frauenwelt, anscheinend ja auch der Männerwelt, müssen wir das anscheinend immer weiter klar machen. Der Stern hat sich also entschieden, Luke Mockridge eine große Bühne zu geben. Das ist jetzt erstmal nicht das allererste, was mich stört. Die Tatsache, dass Luke Mockridge als erster, sie haben gesagt, dass sie Ines Daniuli auch ein Interview gegeben haben oder geben wollen oder die Bühne geben wollen. Das heißt, im Zweifel kommt das noch, aber sie haben sich entschieden, Luke Mockridge zuerst zu zeigen. Das ist eine Sache, die mich auch stört. Ja, die Frage ist, muss man ihm überhaupt eine Bühne geben? Muss man diese Perspektive überhaupt darstellen? Wir hatten ihn doch gecancelt. Wieso kommt der wieder? Wir haben doch alles gegeben, um den zu canceln. Wieso darf der jetzt schon wieder reden? Wenn ja, warum? Wir sind weit davon entfernt, dass Luke Mockridge gecancelt wurde. Ja, eben. Mockridge tourt durch Deutschland, Luke Mockridge. So eine Schweinerei. Der war da nicht suizidgefährdet und in der Klapse. Warum hat denn das nicht geklappt? Mensch, wir haben alles gegeben und dann hat er sich auch noch zurückgekämpft, der Arsch. Mockridge ist in Podcasts, in Videos, auf YouTube zu sehen und macht auf Instagram ganz normal weiter. Boah, was für ein Schwein, ey. Eine Rehabilitation für einen überführten. Ach nee, warte mal. Hä? Für was? Eine Sache, die mich stört, die auch immer wieder passiert, ist, dass sich gerne auf die Ines Anjoli-Luke Mockridge-Situation konzentriert wird, um zu sagen, ja, aber Ines. Im Übrigen, wer es nicht weiß, also da war vor ein paar Jahren irgendwie, also Ines Aioli und er, Luke Mockridge, die waren irgendwie in einer Beziehung und dann, keine Ahnung, lief nicht mehr gut und die hatten irgendwie schon heftig, also die haben sich mal so gestritten, sind wieder zusammen, auseinander oder keine Ahnung, da war wohl eine sehr, sehr ambivalente Beziehung und dann ist es wohl, hat es auch mal im Bett mehr oder weniger geknallt oder auch nicht und dann haben beide irgendwie ja Interviews dazu gegeben und ich weiß nicht, also ich habe das damals im Spiegel auch gelesen und ich dachte mir nur so, pff, ich weiß gar nicht, also was bei den beiden im Bett passiert ist einfach eine Story,
die ist für die Öffentlichkeit überhaupt nicht bestimmt. Das ist eine Beziehungsgeschichte, müssen die regeln. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man das überhaupt an die Öffentlichkeit bringt. Anjoli hat das gemacht, ja, aber Luke Mockridge hat das gemacht. Und es wird ein Personenkampf in der Kommentarspalte geführt, auf dem Rücken von Betroffenen. Denn das Thema rückt bei sowas gerne mal in den Hintergrund. Es geht dann immer nur noch darum, ich bin Team Luke oder Team Ines. Ich habe aber das gehört, ich habe aber das gehört. Was wir dabei komplett vergessen ist, worum es eigentlich geht. Nee, ich kann dir sagen, worum es geht. Es geht nur um Luke Mockridge und Ines Aioli. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Nur darum geht's. Das ist so richtig, das ist ein großer Fehler zu denken, ja, es geht ja eigentlich darum und wir erzählen ja nur die Story, weil die ist jetzt halt prominent, also das sind Prominente, und aber eigentlich geht's darum und jetzt beschwert er sich darüber, dass wir ja nicht über die Betroffenen oder die Sache an sich reden. Ja, warum geht's nicht? Es ist Gossip. Es geht darum, krass, wir erfahren was darüber, wie zwei Prominente ficken. Das ist die Story dahinter. Und dass mehr als 10 Frauen sich anonym zu Wort gemeldet haben, ausführlich Bericht erstattet haben, inwieweit Luke Mockridge übergriffig war. Und das ja, 10 anonym, das ist nur, weil er berühmt war. Deswegen ist das eine Story. Dazu muss man sagen, dass diese Frauen in keinster Weise davon profitieren. Im Gegenteil, sie haben so viel Angst, dass die meisten von ihnen anonym bleiben. Nennt mir bitte mal eine Frau, die durch Übergriffigkeiten über einen Vorwurf sexualisierter Gewalt berühmt geworden ist. Habt ihr schon mal die Situation erlebt, dass jemand gesagt hat, von dir hätte ich gerne eine Unterschrift. Du warst doch die, die jemanden angezeigt hat wegen sexualisierter Gewalt, oder? Du bist doch deswegen berühmt geworden. Es wird kein Szenario in dieser Welt geben, in der Menschen nicht in irgendeiner Form Systeme ausnutzen und lügen. Das wird es nicht geben. Es wird kein perfektes System geben, in dem wir eine Lösung haben, die alle zufriedenstellen wird. Aber in Anbetracht der Zahlen, die ich bewusst am Anfang deutlich gesagt habe, in Zusammenhang mit der hohen Dunkelziffer müsste uns doch eine Sache ganz klar sein, dass es hier eine ganz krasse Tendenz gibt. Wenn wir dazu noch ein Machtgefälle haben, das heißt eine Person, die in einer mächtigen Position ist, so wie Luke übrigens auch, der sehr reich ist, sehr einflussreich ist und somit sehr vielen Menschen nicht nur drohen kann, sich die Anwälte leisten kann, die er sich leisten möchte, sondern auch Menschen sagen kann, ich verschließe euch die Türen. Wenn ihr so weitermacht oder wenn ihr irgendwas sagt, dann knall ich euch die Türen zu. Also weil Luke Mockridge irgendwie auf einer Party Weiber angebaggert hat, die das nicht so richtig wollten, hat er die Macht? Was glaubt er, wer Luke Mockridge ist? Das ist jetzt irgendwie, ist das ein Mogul, ein Milliardär, der dann einfach mal bei der Arbeit anruft und okay, also grundsätzlich würde ich ja, Machtgefälle und so ist immer ein heikles Thema auf jeden Fall und Geld ist auf jeden Fall auch Macht, aber stellt es gerade so dar, Luke Mockridge konnte machen, was er will, weil einfach gigantischer Millionär und wenn Frauen irgendwie ja aufgemuckt hätten, dann hätte er einfach nur irgendwo anrufen müssen und dann hätte die nie wieder in der Arbeitswelt funktionieren können oder irgendwie einen Job bekommen. Wo kommt das her? Also das halte ich für eine krasse Unterstellung. Die meisten Frauen können sich die Anwälte nicht mal leisten. Mal abgesehen davon. Wieso sind denn Warum geht Aljoscha davon aus, dass alle Frauen so arm sind? Was ist denn das hier? Dass die meisten Menschen wissen, wie aussichtslos diese Situationen sich oft anfühlen. Sei es, dass man in der Kommentarspalte geslutshamed wird, beleidigt wird, dass einem... Wen interessiert die Kommentarspalte, wenn du wirklich, sagen wir mal, Luke Mockridge hat was gemacht, was zur Anzeige gebracht werden kann und du machst das? Wen interessiert da die Kommentarspalte? Das ist einfach egal. Und im Übrigen ist es ja noch viel einfacher, Luke Mockridge anzuzeigen, weil er ist eine öffentliche Persönlichkeit, also Person des öffentlichen Lebens, ein Prominenter. Du kannst einfach rausfinden, also du weißt, wer die Person ist. Das macht es ja viel schwieriger, wenn es jetzt irgendwie irgendein random Typ ist in der Diskothek und der begrapscht eine Olle, dann weißt du ja einfach gar nicht, wer das ist. Das macht es ja viel komplizierter. Nicht geglaubt wird, dass es runtergespielt wird. Oder eben die Tatsache, dass die Behörden am Ende sagen, Mangel an Beweisen. Gibt keinen hinreichenden Tatverdacht. So wie es ja bei Luke Mockridge am Ende auch war. Es gibt... Ach so. Gibt keinen hinreichenden Tatverdacht. Das bedeutet aber nicht, dass die Person nicht trotzdem übergriffig war. Nicht trotzdem... Ja, aber wir haben dann ein Problem.
Was machen wir denn mit dieser Info? Ja, also erstmal, was ist denn das für eine Aussage? Also wir haben keine Beweise, aber das heißt ja nicht, dass die Person nicht schuldig ist. Hä? Alfred, wenn ich jetzt einen Promi habe und man wirft diesem Promi vor, er hätte sich sexuell übergriffig verhalten und ein Gericht prüft das, aber kommt zum Ergebnis, es gibt keinen hinreichenden Tatverdacht. Ja, wie ist denn das dann? Ist die Person jetzt schuldig oder nicht? Wenn ein Gericht keinen hinreichenden Tatverdacht feststellt, bedeutet das rechtlich, dass nicht genug Beweise vorliegen, um eine Anklage zu rechtfertigen, geschweige denn eine Verurteilung. Das ist allerdings keine Feststellung der Unschuld. Es heißt nur, dass die Beweislage zu schwach ist, um rechtlich etwas zu unternehmen. Außerhalb des Gerichtssaals bleibt natürlich immer Raum für Spekulationen und persönliche Meinungen. Menschen könnten trotz des Gerichtsurteils weiterhin glauben, dass der Promi schuldig ist, oft basierend auf ihrem Bauchgefühl oder Medienberichten. Aber ohne solide Beweise bleibt das im Bereich der persönlichen Meinung und nicht der juristischen Tatsache. Das Rechtssystem verlangt klare Beweise aus gutem Grund. Es schützt uns davor, auf bloßen Verdacht hin verurteilt zu werden. Also ohne überzeugende Beweise bleibt die Angelegenheit im Bereich des Nicht-Erwiesen, nicht im Bereich des Unschuldig. Es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen, um nicht in die Falle der Hexenjagd zu tappen. Nicht in die Falle der Hexenjagd tappen. Wir sollten mehr auf Alfred hören. Nicht nur hat der Stern, also Luke Mockridge, in einer ganz krassen Nachdenkerpose super krass inszeniert, in dessen Blicke Framing! Aber auch Reue zu sehen sind, sondern sind es die Zitate, die sie auf die Kachel, in dessen Blicke Trauer, aber auch Reue zu sehen sind, sondern sind es die Zitate, die sie auf die Kacheln gemacht haben bei Instagram, die mich tatsächlich sehr wütend gemacht haben. Oh nein, Instagram macht ihn wieder wütend. Die erste Kachel. Mein Partyverhalten mag man kritisieren und als menschliches Fehlverhalten einstufen, das andere ist eine Tat, die ich nicht begangen habe. Dabei okay. Guckt er nachdenklich in die Ferne, total toll aufgestylt und man denkt sich so, so ein nahbarer Typ, dem einfach Unrecht getan wurde. Wie blöd eigentlich. Und ja. Boah, voll mies, ne? Da hat die ganze Hexenjagd irgendwie gar nicht funktioniert. Ja, ich meine, bisschen blödes Partyverhalten. Ganz ehrlich, Leute, das ist doch auch nahbar, das kennt man doch. Wir alle haben uns doch mal blöd verhalten. Hast du doch auch, hast du dich nicht... Nee, ich nicht, im Übrigen. auch schon mal blöd verhalten? Ja, natürlich habe ich mich blöd verhalten. Was? Canceln? Natürlich habe ich mich in der Vergangenheit blöd verhalten und auch mal Scheiße gemacht. Aber mein Partyverhalten mag man als Fehlverhalten kritisieren, bagatellisiert ja komplett, was er gemacht hat. Was hat er denn gemacht? Die Tatsache, dass er das so als mal eben so schlechtes Partyverhalten abstempelt, ist hochproblematisch. Und wieso? Wir wissen noch nicht, was er... Also das ist so geil. Und ich versuche mir halt auch vorzustellen, wie das ist, wenn eine der Frauen, die von diesem Partyverhalten betroffen waren, diesen Artikel sehen, auch an die Menschen, die jetzt im Stern arbeiten, falls einer von euch das Video hier sieht, stellt euch mal bitte vor, ihr seid eine dieser Frauen, die das erfahren haben, die Zeitschrift oder das Internet aufmachen und dieses Bild von ihm sehen, wie da steht, ja gut, blödes Partyverhalten halt damals an Tag. Ich finde das faszinierend. Also Aljoscha weiß anscheinend etwas, was wir nicht wissen. Er weiß ganz genau, was passiert ist. Er weiß... Anscheinend, er war dabei, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Luke Mockridge gemacht hat. Und jetzt das Betroffenen-Argument ist halt auch mal wieder geil. Jetzt stell dir mal vor, wie was das auslöst. Also, das sind ja schon drei Spekulationsebenen davor. Also, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Wir wissen eigentlich auch nicht, welche Frau was vorgeworfen hat. Aber wir müssen uns jetzt einfach mal vorstellen, dass das ganz schlimm für Frauen sein kann. Für irgendwie Putin. Das ist einfach, also, das ist Gossip, ne? Gelegt und du genau weißt, wie beschissen es dir damals damit ging und auch vielleicht immer noch damit geht, weil Luke im... Wenn es dir immer noch damit scheiße geht, dann geh mal zu einem Therapeuten. Im Zweifel auch nicht die erste Person war, die sowas gemacht hat. Es war vielleicht die erste berühmte Person, die erste Person, die in einer noch mächtigeren Position war, aber mit... Noch mächtiger? Ich weiß gar nicht, ob man als berühmte Person eigentlich grundsätzlich immer so vom Vorteil geküsst ist, also... Du hast natürlich wirklich immer auch die Gefahr, dass sich das natürlich ganz, ganz schnell in die Medienwelt ausbreitet. Also ich glaube, der Ingo von nebenan, der kann sich ausuferndes Partyverhalten wesentlich besser leisten als Luke Mockridge. Weil für Luke Mockridge hatte es richtig böse Konsequenzen. Hoher Wahrscheinlichkeit nicht die erste. Und das Krasse daran ist, dass er... Woher weißt du das? ...sich hier einfach als Opfer einer selbst ausgelösten Situation inszeniert. Er selber sagt, er hat Scheißverhalten an den Tag gelegt. Er selber hat, soweit ich weiß, noch nie auf seinem Profil über das Thema sexualisierte Gewalt aufgeklärt. Muss er ja auch nicht.
Wäre ja auch wahrscheinlich, also ich wüsste auch, wie das aussehen würde. Wenn er das tun würde, dann wäre Aljoscha der Erste, der hingeht. Ausgerechnet du! Ausgerechnet der wagt es jetzt, dieses Thema anzusprechen! Ey, man hasst den Typen doch. Ja, komm, tu doch nicht so. Aljoschi, du hasst Luke Mockridge. Ich im Übrigen hasse hier gar keinen. Ne? Ich gucke mir das immer so alles aus der Ferne so an. Aber du hasst ihn und deswegen, guck, wie böse der schon ist hier. Deswegen ist scheißegal, was der macht. Allein schon, er wird vom Spiel, wird vom Stern irgendwie fotografiert, ist auch schon nicht okay. Oder berichtet, der selber als cis-heterosexueller Mann einer der Haupttäter ist, statistisch gesehen, und das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Mann das macht, aber statistisch gesehen ist es eben extrem wahrscheinlich, bringt eigentlich eine sehr hohe Verantwortung mit sich, da mal drüber zu sprechen und sich vor allem zu solidarisieren. Das, was Luke aber macht, ist sich vor allem als Opfer zu inszenieren. Und ich möchte hier... Ich weiß nicht, also wenn ich das so richtig verfolgt habe, dann hat Luke richtig hart was abbekommen, was ihn ja auch persönlich sehr zugesetzt hat, dass er sich selbst als Opfer sieht bei der Geschichte. Er betrachtet ja auch einen anderen Teil dieser ganzen Geschichte. Kannst du jetzt blöd finden, aber das ist jetzt wieder so... irgendwie streiten sich jetzt wieder die Leute darum, wer ist das größere Opfer? Ist es jetzt Luke Mockridge, den man, der die Hexenjagd abbekommen hat, oder sind es die 10 Frauen, die gesagt haben, der hat, war ein bisschen übergriffig? Ja, keine Ahnung. Wie wollen wir das eigentlich messen? Aber ich weiß nicht, mir reicht das alles irgendwie nicht. Hier übrigens nicht sagen, dass die Nachrichten und alles, was er bekommen hat und im Zweifel auch Morddrohungen, dass das eine extreme psychische Belastung ist, möchte ich nicht runterspielen. Ach so, das ist schon auch scheiße, ne? Ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht auch beschissen ist, was er erfährt und dass sowas extrem belastend sein kann. Aber. Aber. Zwei Sachen passieren ja hier. Erstens, das rechtfertigt keine Opferinszenierung. Zweitens, entbindet ihn das nicht von seiner Verantwortung, auch mal darüber aufzuklären, darüber zu sprechen und Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen. Und das ist beides komplett erfunden, was du gerade verlangst. Also das sind zwei Sachen, die wünscht sich Aljoscha, aber die muss man nicht machen. Das ist, wir bewegen uns hier wieder nur auf so einer komplett moralischen Ebene. Ne? Also ja, ich wünsche mir auch immer viel und finde das aber auch mal spannend, dass man sich so viel moralisches Verhalten von irgendwelchen Menschen erhofft oder das sogar erwartet und das auch noch von irgendwie, weiß nicht, einem Luke Mockridge bei einem Fall, wo du einfach gar keine genauen Informationen hast. Also die Hälfte von dem passiert ja in Aljoschas Kopf, dass er ungefähr weiß, sich vorstellen zu können, was da eventuell passiert sein könnte. Das nicht zu bagatellisieren. Es wird nämlich noch perfider. Ich hatte eine fast sportliche Motivation, Frauen aufzureißen. Ich komme aus einer Generation, in der es noch Heldenstories waren, wenn man gestern noch eine geklärt hat. Da gab es High Fives und Schulterklopfen. Aus heutiger Sicht spätpubertär uncool. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, was sollst du dazu sagen? So, ich muss was dazu sagen. Ich bin, weiß ich gar nicht, bin ich älter, jünger, gleich alt wie Luke Mockridge? Das gucke ich mir doch mal gerade an. Weil ich in meiner Generation, ich spreche direkt mal für eine ganze Generation, also ich kenne das so nicht. Ich habe nicht in einem Umfeld gelebt, wo, was, Mickey Mouse? Nein, Mockridge. Wo man sich schulterklopfend morgens begrüßt hat, na, hast du die geklärt? Der ist sogar jünger als ich. Ich dachte, die neue Generation ist schon irgendwie besser drauf. Also in meiner, ich bin 3 Jahre älter als Luke Mockridge und ich hatte das nicht. Ich glaube, das hängt eher wahrscheinlich so ein bisschen vom Umfeld ab, mit was für Leuten du abhängst. So sagen, spätpubertär und uncool sind jetzt nicht die Begriffe, die mir dazu einfallen, Luke. Erneut hier das Inszenieren als Opfer einer Situation, die wir alle schon mal irgendwie erlebt haben. So ein bisschen. Ja, gut, früher war das halt so. Und dazu möchte ich nur sagen... War aber nicht so, bei mir war es nicht so. ...sagen, nein, Luke, das war auch früher noch nicht cool. Und da bin ich Team Aljoscha. Hätte man mit Betroffenen gesprochen, heute oder früher, hättest du sowas gar nicht gesagt. Das ist für mich ein weiteres... Im Übrigen wusste ich das auch, ohne mit Betroffenen zu sprechen, weil das ist so relativ eindeutig. Übergriffiges Verhalten ist halt immer scheiße.
Also es ist halt, da brauchst du ja nicht irgendwie noch mit 15 Leuten reden. Achso, du findest das gar nicht geil, wenn ich dir einfach einen Arsch grapsche oder wenn ich mich die ganze Zeit immer weiter an dich ranmache, obwohl du eindeutig signalisierst, dass du da keinen Bock drauf hast. Ist gar nicht cool. Das wusste ich gar nicht. Gut, dass ich mal mit Betroffenen gesprochen habe. Weiteres Indiz dafür, dass du nicht mit Betroffenen sprichst, dass du dich damit nicht, muss man nicht, nicht auseinandergesetzt hast. Das ist doch ganz ehrlich. Also du kannst das ja, nimm den sexuellen Kontext raus. Ist einfach nie cool. Also ich finde es schon übergriffig, wenn jemand näher als einen Meter vor mir steht und mit mir spricht. Aber das ist ja immer so, du hast ja so diesen Kreis, ich weiß nicht, wie das heißt. Ab dem Zeitpunkt wird es halt irgendwie, da sagt man, das ist jetzt so mein Sicherheitsumkreis, Armlänge, keine Ahnung. Näher möchte ich es eigentlich nicht, finde ich unangenehm. Brauche ich nicht mit Betroffenen für reden. Hättest du das getan, hätten die Betroffenen gesagt, das war damals schon nicht cool. Ich möchte aber auch nochmal sagen, dass der... Das ist im Übrigen nicht, was Luke Mockridge sagt. Ne? Also er sagt ja gar nicht, dass er das... Also er hat einfach nur gesagt, dass das Umfeld, was er hatte, ihn dafür bejubelt hat, wenn er Frauen rumgekriegt hat. Ja, das wird es wahrscheinlich immer noch geben, irgendwie bei Männern, dass sie das so als sportliche Herausforderung sehen. Der Stern solche Sachen ungefiltert bei Instagram clickbaity einfach so raushaut, empfinde ich als ein Schlag ins Gesicht für Betroffene, aber auch als extrem unverantwortlich. Und wenn ihr denkt, es geht nicht schlimmer, kommt der Stern und Luke und sagen Folgendes. Ich hatte es mühelos an die Spitze der deutschen Comedy geschafft. Dann kam ein Säureangriff auf mein Image. Wie finde ich den Vergleich? Ja, also ich würde ihm inhaltlich schon recht geben. Luke Mockridges Image war danach komplett im Arsch. Ob man das Bild des Säureangriffs verwendet, selbst für mich, also ich bin ja schon hart gesotten, aber vielleicht hätte ich eine andere Formulierung gewählt. Hier sind ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Das offensichtlichste und erste, was ich sagen möchte, ist die Analogie von Säureangriffen. Er stilisiert sich hier als maximales Opfer einer selbst ausgelösten Situation. Und die Tatsache. Das finde ich immer hart, selbst ausgelöste Situation. Also, wenn er nicht. Also er hat ja nachweislich nicht vergewaltigt. Das konnte man ihm zumindest nicht nachweisen, dass er es getan hat. Ja, und wir müssen halt Unschuldsvermutungen. So. Also bleibt eigentlich nur machohaftes, übertriebenes, keine Ahnung, Gehabe und Getue. Ja, Aljoscha, das reicht halt nicht. Das reicht halt nicht. So, das tut mir ja leid. Also dann kann man halt sagen, ja, dann war halt ein Arschloch und in meiner Welt ist es, wär ja auch ein Arschloch oder ist ein Arschloch. Aber das reicht halt nicht, um jetzt... keine Ahnung, einen komplett so fertig zu machen. Also mir reicht das nicht. Da brauche ich mehr von Menschen. Tatsache, dass er die Analogie Säureangriffe nutzt, die tatsächlich, surprise, surprise, mit Abstand am allermeisten Frauen trifft, treibt es hier für mich auf die Spitze. Ich habe ein sehr gutes TikTok dazu gesehen, und zwar von Helena, Feminismus und Politik, die auch nochmal aufgeklärt hat, dass in patriarchalen Strukturen, also in männerdominierenden Strukturen, in denen wir leben, das einfach mal so behauptet. Aussehen einer Frau vermeintlich ihren Wert darstellt. Und Säureangriffe waren ein Machtinstrument oder waren und sind ein Machtinstrument, um ihnen diesen Wert vermeintlich wegzunehmen. Ich sage vermeintlich, weil das natürlich nicht der Wert ist, den Menschen haben. Säureangriffe sind etwas unfassbar Ekelhaftes, Perfides und Schlimmes. Das hier aus Perspektive auch des Sterns auf eine Instagram-Kache zu nehmen, um Clickbait zu generieren, weil sie Hey, wieso, wenn Luke Mockridge das so gesagt hat, können sie es ja zitieren. Der Stern muss ja jetzt nicht irgendwie mit Zensur arbeiten und sagen, oh nein, das können wir nicht rausbringen. Wenn Luke Mockridge das so gesagt hat, ich weiß nicht, also brauchst du jetzt nicht für jeden Quatsch, aber na, Generation Triggerwarnung sieht das wahrscheinlich anders. Genau wissen, das ist ein Thema, was polarisiert. Da werden Menschen darauf reagieren und das wollen sie. Ich möchte jetzt einmal noch... Hey, willkommen im Internet. ...mal ein Bild zeichnen. Wir haben hier einen Comedian, der in der Vergangenheit übergriffig war, das auch zugegeben hat, der sowohl von seiner Ex-Freundin als auch von 10 anderen Frauen, die allesamt NDAs unterschrieben haben und alle über sehr ähnliche, übergriffige Erfahrungen berichtet haben und es sogar Frauen gibt, die sich bei mir in den Nachrichten gemeldet haben. Was? Sogar in privaten Nachrichten?
Irgendwelche anonymen Frauen haben genau das gesagt, was du schon eh vermutet hast. Mensch. Die ihn kennen oder die auch Stories mit ihm haben, die auch anonym bleiben wollen. Dieser Mann ist reich, weiß, heterosexuell. Und somit extrem privilegiert. Das bedeutet nicht, dass er ein leichtes Leben hatte. Das bedeutet nur, dass er weder Sexismus noch Queerfeindlichkeit noch Transfeindlichkeit noch Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit, Fettfeindlichkeit erfahren hat. Was bei anderen Menschen on top kommt. All diese Frauen berichten, er hat sich übergriffig verhalten. Er selber dementiert das nicht nur, sondern inszeniert sich noch als Opfer, spricht davon, dass er gecancelt wird, was ja auch bei all diesen ganzen Sachen, die er immer sagt, mitschwingt. Ich hatte es dahin geschafft, ich habe das und das gemacht und dann wurde ich gecancelt. Dann hat ein wütender Mob mich gecancelt. Jetzt, 2 Jahre später, tourt er durch Deutschland mit Plakaten überall in Deutschland. Man merkt richtig, er ist total unzufrieden, dass das Canceln nicht geklappt hat, ne? Also 2 Jahre hat das ja geklappt. Also man hat ihn richtig erfolgreich fertig gemacht. Irgendwie ist geschafft, dass er, das weiß ich nicht, dass er sich auch da irgendwie psychologisch Hilfe suchen musste, Luke Mockridge und so. Und jetzt hat er sich wieder rausgekämpft, kriegt wieder Auftritte und so weiter. Und Aljoscha ist erst, also es darf erst von Canceln gesprochen werden, wenn auch der Suizid auch vollständig durchzogen ist und die Person sich umgebracht hat. Aber dann hat das dann wahrscheinlich auch, dann ist es auch kein Canceln oder so, ich weiß es nicht. Also. Deutschland verteilt, erscheint im Fernsehen, hat einen Podcast, erscheint auf YouTube und bekommt einen Artikel in einem der größten Medienhäuser Deutschlands. Und in diesem Medienmagazin, auf einer Kachel, die vor Selbstopferinszenierung nur so ächzt, schreibt er, und dann kam der Säureangriff. Stellt euch bitte mal vor, wie es ist, wenn... Lass mich raten, jetzt kommt das mit Betroffenen. ...in der Person seid, die tatsächlich einen Säureangriff erfahren hat. Die tatsächlich schwere sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und ihr seht das. Wie absurd... Ja, dann mach's Internet aus. Absurd ist das. Wie absurd ist es, an die Personen im Stern das so zu machen. Und ich möchte auch nochmal sagen für alle Menschen, ich krieg jedes Mal, wenn ich darüber spreche, kriege ich wütende Hassnachrichten. Das ist so geil. Das ist, Aljoscha, mach Postfach zu. Mach das einfach zu. Wir müssen nochmal Alfred fragen. Alfred, Aljoscha spricht alle 5 Minuten davon, wie krass belastend diese ganzen Nachrichten sind, die er bekommt auf seine Inhalte. Haben wir einen Tipp für ihn? Aljoscha könnte vielleicht einen digitalen Entgiftungstrip in Betracht ziehen. Ständig auf die Hassnachrichten zu starren, ist wie freiwillig in eine Nesselsuppe zu springen und dann über den Juckreiz zu klagen. Vielleicht sollte er ab und zu das Internet ausschalten und sich etwas Schönes gönnen. Ein gutes Buch, ein Spaziergang im Park oder einfach mal das Handy ausschalten und die Welt um sich herum genießen. Eine andere Strategie wäre, die Interaktionsregeln auf seinen Kanälen zu verschärfen. Moderationswerkzeuge nutzen, Kommentare filtern oder sogar bestimmte Nutzer blockieren, wenn es zu wild wird. Social Media sollte kein Schlachtfeld sein. Manchmal muss man seine eigene kleine Oase der Ruhe schaffen, um geistig gesund zu bleiben. Kurz gesagt, nicht jeder verdient einen Platz in deiner Gedankenwelt, Aljoscha. Hör auf, Alfred, die KI-Katze. Sie ist sehr schlau. Drohungen und sonst irgendwas. Ich soll meine Schnauze halten. Ich werde diffamiert. Macht es, wenn ihr das wollt. Schreibt es mir. Wenn ihr inhaltlich nichts Besseres beizutragen habt, als mir zu sagen, dass ich ein Idiot sei, dass ich keine Ahnung hätte, dass ich die Schnauze halten soll, macht es. Wenn ihr euch dann besser fühlt, cool. Ich möchte in keinster Weise legitimieren, dass Luke Morddrohungen oder Beleidigungen erhält. In keinster Weise. Konsequenzen für Luke bedeutet nicht Morddrohungen oder schwere Beleidigungen. Die Tat... Aber canceln, das hätte ja wohl mal drin sein können. Karriereende, was denn sonst? Tatsache, dass aber unser erster Impuls erstmal dahin geht, dass wir ihn schützen wollen und die Morddrohungen bei ihm, die Beleidigungen bei ihm suchen... Er ist die prominente Person. Wir können natürlich auch den Fokus auf die 10 anonymen Frauen richten. Wer auch immer die sind und was auch immer sie erlebt haben. Aber Luke Mockridge ist halt der Promi, deswegen interviewt der Stern ihn ja auch. Also ich finde es so ein bisschen merkwürdig, das ist doch einfach ein ganz normaler Gossip-Scheiß. Also da wird jetzt natürlich wieder das große Ganze gesehen. Unter patriarchaler Struktur und der weltweiten Männerverschwörung passiert es ja hier nicht. Zeigt doch, wie sehr wir aus Täterperspektive denken. Denkt ihr wirklich? Nein, wir machen einfach nur das, was Klicks bringt, genau wie ich jetzt. Dass nur Luke
Drohungen und Beleidigungen bekommt? Genau, die anderen kriegen nämlich das auch. Denkt ihr nicht vielleicht auch, dass Ines eine Zeit lang sich komplett zurückgezogen hat, weil die ist nämlich auch ein Opfer. Sie am Ende war, weil sie völlig fertig war, weil sie selber jeden Tag Beleidigungen und Morddrohungen bekommt bis zum heutigen Tag? Ja, weil wir alle nur noch das Spiel spielen, welches Team bist du? Warum ist der erste Impuls, ihn zu schützen? Ist doch nicht. Dein erster Impuls ist, auf Betroffene zu hören, auf Betroffene zu reden, irgendeine patriarchale Struktur zu sehen. Jeder spielt sein Spiel. Warum ist der erste Impuls, dass wir das bei ihm sehen, aber nicht sofort auch an Ines denken? Ist das bei dir so, Aljoscha? Also ich habe die ganze Story ganz anders wahrgenommen. Ich habe es gelesen, habe gedacht, krass, Beziehungsstreit zwischen zwei Promis geht mir komplett am Arsch vorbei. Und auch an die anderen Betroffenen. Warum gilt die Unschuldsvermutung nur für Luke? Warum gehen wir automatisch davon aus, dass die anderen im Zweifel lügen, wenn die Zahlen eine ganz andere Geschichte erzählen? Falsche Schlussfolgerung. Wir gehen einfach gar nicht aus, dass irgendwer lügt oder die Wahrheit sagt, sondern, und jetzt kommen wir wieder zur geilen, ich weiß gar nicht, ist es auch schon Ambiguitätstoleranz oder einfach das Aushalten von Ungewissheiten? Wenn ich nicht weiß, wie die Antwort ist, oder ob die Antwort, wenn ich nicht weiß, dass die Antwort ja ist, dann ist sie nicht automatisch nein. Dann ist es einfach nur so, dass ich die Antwort nicht kenne. Und das ist so ein geiler Move gerade, so die Statistiken nochmal heranzuziehen. Ja, wir wissen ja die Antwort nicht, aber die Statistik könnte ja vermuten, dass das die Wahrheit ist. Nein, wenn wir es nicht wissen, wissen wir es nicht. End of story, das ist alles. Für mich ist der Stern seiner Verantwortung überhaupt nicht nachgekommen. Und dass er sagt, er hat es als moralische Verantwortung. Weißer, heterosexueller, reicher, einflussreicher, ja, ist ja gut jetzt. Schöner Cis-Mann, ich weiß. Was war jetzt hier? Woke-Bingo vom Allerfeinsten, meine Karte ist voll. Ist das wieder viele Labels, das wird viele Leute jetzt wieder super wütend machen. Ehrlich gesagt ist mir Nee, ich find's lustig. Jetzt gerade einfach egal, weil es mir erstmal nur um das Darstellen von Privilegien geht, zeigt mir erneut, wie wenig er sich mit Privilegien auseinandergesetzt hat. Ist geil, ne? Das ist auch wieder so dieses, was man bei Verschwörungsmythen auch kennt. Man hat so einmal dieses Konstrukt, ja, das habe ich jetzt verstanden, mit diesen Privilegien und so, und wir sehen, dadurch entstehen diese Machtstrukturen. Das ist ja so dieses Intersektionalkonstrukt, was man aufgemacht hat. Und das Schöne ist jetzt hier, man hat diese These und alles, was diese These bestätigt, das nehmen wir. Und das ist bei Verschwörungsmythen ja genau das Gleiche. Du hast irgendwie du hast die Antwort auf das Problem schon, und jetzt alles, was diese Vermutung einfach bestätigt, das nimmst du gerne mit auf. Wir sehen es immer wieder. Und das ist das Ding. Ich glaube, das, was nervt, ist, dass man sieht, dass Menschen sich clearly mit einem Thema nicht auseinandergesetzt haben, sehr eindeutig nicht mit Betroffenen in Dialog gegangen sind, besser damit fahren, sich immer wieder eine Opferrolle zu packen, als sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und zu fragen, ob man sich nicht vielleicht wirklich fehlverhalten hat, ob vielleicht nicht wirklich Scheiße passiert ist. Übrigens hat auch die Beweislage sich nicht geändert. Auch wenn irgendwelche Leute mir jetzt mit dem Anwalt kommen, der dieses Buch geschrieben hat, das tatsächlich rein gar nichts an der Beweislage geändert hat. Es gibt eine sehr, sehr gute Podcast-Folge mit dem Spiegelanwalt und Hazel Gonzalez und ihrem Mann dazu, in der sie komplett über dieses Buch und den Anwalt sprechen und das alles ein bisschen auseinanderbröseln. Und unterm Strich kann ich euch nur sagen, es hat sich rein gar nichts geändert. Auch hier finde ich es wieder spannend, dass wir einem Mann, der gar nicht in die ganze Thematik involviert war, der gar keinen Zugriff auf die ganzen Sachen hat, mehr glauben als, again, Betroffenen. Das ist immer so eine Behauptung. Und wem überhaupt? Betroffenen? Das ist so ein Platzhalter geworden. Alle leben in einer Gesellschaft, in der wir mit rassistischen, queerfeindlichen und misogynen, also frauenverachtenden Weltbildern aufwachsen. Ich nicht. Ich nicht, Aljoscha. Wirklich. Ich nicht. Und nur weil das deine These ist, ich finde das im Übrigen super übergriffig, da werde ich mittlerweile auch ein bisschen vehementer in meinen Argumenten. Ich finde das super übergriffig, anderen zu sagen, du bist das auch. Du bist so aufgewachsen. Ich entscheide das. Nein, ich bin nicht mit frauenfeindlichen, frauenverachtenden Narrativen aufgewachsen. Ich bin nicht rassistisch aufgewachsen. Ich bin das alles nicht, glücklicherweise. Und das immer wieder von irgendwelchen dahergelaufenen YouTube-Meinungsmachern zu hören, finde ich so richtig Panne, ehrlich gesagt. In unterschiedlichem Ausmaß. Das bedeutet auch... Ja, in meinem Ausmaß einfach mal nein. Danke für deine These.
Nehme ich nicht an. Auch, dass es für uns selber manchmal schwierig ist, zu sehen, wie wir uns verhalten. Auch ich. Auch ich reproduziere. Jetzt kommt wieder der, oh Gott, ey. In meinen Gedanken oder in dem, was ich sage, rassistische, transfeindliche. Sowas machst du? Sowas machst du? Feindliche, queerfeindliche, frauenverachtende oder frauenfeindliche Narrative oder sehe etwas und beurteile das. Und es. Hätte ich nicht gedacht. Also da muss ich ganz klar sagen, sowas mache ich nicht. Ich bin da. Also, ihr könnt gerne Aljoscha folgen, aber der scheint queerfeindlich, transfeindlich, frauenfeindlich, ziemlich viel feindlich zu sein. Guck lieber, Sini macht Auge, bei mir gibt sowas nicht. Ich bin zu allen scheiße, aber auch zu allen fair. Es ist ganz schwierig, das zu dekonstruieren. Das geht nur, wenn wir unser Ego beiseite legen und zuhören und Betroffenen zuhören. Gott, ey. Ey, wenn man bei jedem Mal, wenn das Wort Betroffene fällt, einen Schluck trinken würde, ich glaube, man schafft bei dem Video keine 20 Minuten, du liegst unterm Tisch. Von Betroffenen lernen. Und das Schöne daran ist, dass meist... Ist auch scheißegal. Das ist geil, ne? Du kannst von Betroffenen einfach immer lernen. Egal, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben wir da ja auch einen psychisch auffälligen Kandidaten, der einfach komplett irgendeinen Scheiß erzählt, ja? Vielleicht, weiß ich nicht, so richtig krass lügt, aufgrund von traumatischen Erfahrungen vielleicht eine krasse Borderline-Störung hat und krass Aufmerksamkeit braucht und einfach kompletten wirren Kram erzählt, selbst von, also diese Fälle gibt es, ne? Das will ja hoffentlich keiner bestreiten. Selbst von denen könnten wir lernen. Ja, und wir müssten denen zuhören. Und ich denke mir, nö. Muss ich nicht. Muss ich einfach nicht. Ich finde, das ist so geil, wie Aljoscha das schon so richtig so aufgesogen. Jeder, der betroffen ist, der hat eine Story zu erzählen. Ja, ich bin auch von irgendwas betroffen. Und dann hör mir doch zu oder lass es. Also, das kannst du doch individuell entscheiden. Also, was ist das für eine Welt? Es ist online und for free. Wir können uns das kostenlos. Ja, die ganzen Freaks sind vor allem online, da hast du recht. Anhören. Wir müssen nichts dafür zahlen, wir können diese Sachen einfach konsumieren, wir können uns Exit Racism von Tupac Ogette anhören und müssen nichts dafür zahlen, weil es... Ja, wir können uns auch irgendwelche Fantasiegeschichten einfach anhören, das können wir auch machen. ...auf Spotify ist. Und das ist eine krasse Luxussituation. Was mich also generell an diesem Sternartikel so immens stört, ist, dass auf Kosten von Betroffenen ein Personenkulturkampf in der Kommentarspalte geführt wird. Und dass das eigentliche Thema, über das wir sprechen sollten und über das ich deswegen auch den Schwerpunkt in diesem Video gesprochen habe, sexualisierte Gewalt gerät in den Hintergrund. Und das sollte in den Vordergrund geraten. Meinetwegen gibt es ein Szenario, in dem man die Geschichte als Aufhänger nimmt und sagt, ich möchte aber eigentlich darüber sprechen. Ja, aber der Stern hat halt Bock, einfach nur über Luke Mockridge zu reden, weil er ist halt Promi und er hatte irgendwie einen krassen Shitstorm und ihm ging es gesundheitlich nicht gut und jetzt ist er wieder da. Das ist die Story. Und Luke und Aljoscha möchte halt gern mehr über sexualisierte Gewalt reden. Ja, dann macht das halt. Aber es ist schon irgendwie witzig, dass man anderen vorschreiben möchte, wie sie über ein Thema berichten sollen. Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der es oft leichter ist, sich an einzelnen Menschen abzuarbeiten, als irgendwie über ein Thema zu sprechen, weil es greifbarer ist, weil es eine leichte Projektionsfläche für uns ist, weil wir uns indirekt ja auch immer selber damit aufwerten, zu sagen, du bist scheiße, deswegen bin ich automatisch besser, weil ich mich in dem Moment über dich stelle. Das ist immer ein Satz, dem würde ich ja zustimmen. Also ich mache das im Übrigen nicht. Ne? Ich hab rein gar nichts gegen Aljoscha. Ne? No hate und so. Also... Ich halte ihn ein bisschen für wirr, aber, aber ich habe nichts gegen ihn, null. Ne, das ist ja generell so ein Phänomen, von dem wir uns alle nicht freisprechen können. Und da muss man ja auch immer ein bisschen unterscheiden, was ist da gerade passiert, wie schwerwiegend ist das, was da gerade passiert ist, was hat die Person gemacht, wie lernbereit sind wir alle. Ich bin super lernbereit. Es ist wichtig, in Diskurs zu gehen. Schaut euch bitte mal die Dokumentation über Jeffrey Epstein auf Netflix an. Es ist einfach so unfassbar. Weil es quasi dasselbe wie Luke Mockridge. Fassbar gruselig. Auch die Vorwürfe an P. Diddy aktuell. Es kommen gerade so viele Sachen raus über... Boah, das ist so geil. Jetzt kriege ich gerade so ein richtig so Verschwörungsvideo. Ich habe bei mir früher auch mal öfter so Verschwörungsvideos reingezogen. Gerade so einen richtigen Vibe habe ich so gespürt. So. Guckt euch jetzt Epstein an und guckt euch P. Diddy an. Es kommen gerade so viele Sachen. Jetzt kommt alles raus. Jetzt ergibt alles Sinn. Und dann packt ihr diese Informationen mal alle zusammen. Luke Mockridge, P. Diddy, Patriarchat. Erkennt ihr es nicht? Nein, ich erkenne es nicht.
Menschen in Machtpositionen. Und das Problem, und das hat eine Freundin mir letztens sehr schlau gesagt, wenn Menschen so viel Macht haben, dass sie mit allem durchkommen und ihnen quasi nie Grenzen gesetzt werden, dann ist es extrem schwierig, Grenzen überhaupt zu kennen. Und da würde ich ihm sogar recht geben. Also Grenzen sind wichtig, gerade auch bei der Kindererziehung. Ich habe keine. Was sehr Wahres dran. Wenn einem nie Grenzen gesetzt werden und je mächtiger man ist, desto weniger Grenzen werden einem gesetzt, weil man mehr Macht hat und das mit Macht einhergeht. Mhm. Und dazu gehört Geld, Einfluss, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung. Das hat alles was damit zu tun, weil es Einfluss auf den Werdegang in unserem Leben hat. Weil wir nicht alle die gleichen Chancen im Start haben. Es ist nicht so, dass wir alle nebeneinander stehen und dann sagt jemand Startschuss und alle werden in ein System geboren, in dem alle die gleichen Chancen haben. Das wäre auch utopisch. Das geht auch nicht. Das ist nicht so. Und genau. Stimme ich zu. Genau deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, aufzuklären, andere Menschen zu informieren. Ich möchte. Deswegen, merkt ihr, stellt euch jetzt vor, warte, ich spule nochmal kurz zurück. Stellt euch vor, es ginge jetzt um die Zeugen Jehovas oder so, ja, und es geht darum, jetzt, wir müssen ein paar neue Menschen zum Missionieren rekrutieren. Wir hören zu, also demnächst alle missionieren. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, aufzuklären, andere Menschen zu informieren. Ich möchte in diesem Video... Geht raus, verkündet die Botschaft, bringt die Menschen zu unserem Glauben. Keine Kommentare sehen, die Rape Culture in irgendeiner Form relativieren, die in irgendeiner Form das Verhalten von Tätern bagatellisieren oder rechtfertigen. Ich will solche Kommentare nicht sehen. Wenn also irgendjemand kommt mit, ja, aber Ines hat das und das gemacht, dann wird dieser Kommentar gelöscht. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Diese Kommentare, im Zweifel sieht Ines das nicht oder eine Amber Heard oder ein Johnny Depp oder egal über wen wir hier sprechen, ein Chris Brown, die sehen das nicht. Wer das aber sieht, sind ganz viele Betroffene, die sich nicht trauen, etwas zu schreiben, die einfach nur mitlesen und die das unfassbar trifft. Das war jetzt ein etwas schwereres Video. Ach, ging so. Ja, schöne Reaction. Ich habe mir bestimmt viele Feinde damit gemacht. Abschließend noch ein paar Sätze. Also, ihr merkt das vielleicht, ich widerspreche ihm ja gar nicht bei allen Punkten. Ich merke halt immer nur, wenn diese krasse Identitätspolitik da durchkommt, man könnte es also auch Woke-Wahn nennen, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Über Begriffe wird sich auch ständig gestritten. Dann wird es halt irgendwie alles ein bisschen merkwürdig und man merkt ja auch dieses, jetzt ergibt alles Sinn und diese Erkenntnismomente und da muss man, glaube ich, ab und zu einfach sarkastisch reingrätschen, weil man sieht ja, das nimmt so Überhand irgendwie und manche trauen sich auch gar nicht mehr, auch mal das mit Humor zu sehen. Ja, auch so ein hartes Thema, auch wo es Betroffene natürlich gibt, die das dann, weiß ich nicht gut abkönnen. Ja, dann schaltet das halt aus. Also gerade das Internet ist kein Platz, das komplett jetzt irgendwie mit Schaumstoff verkleidet ist und du nirgendwo irgendwie was zu Gesicht bekommst, was dein eigenes Leben betrifft oder dich da irgendwie retraumatisiert. Wenn das so schlimm ist, dann such dir Hilfe. Und ansonsten, ich würde sagen, auf jeden Fall auch wieder ein bisschen mehr Mut haben, alles mit einem gewissen Humor zu sehen. Ich habe gesagt, wir können Alfred noch ein bisschen tunen, ja, Backstory geben. Wenn ihr Lust habt, irgendwie noch ein bisschen dafür zu sorgen, wie Alfred ist, vielleicht ein bisschen einfach nur Hintergrundgeschichte. So, Alfred, was hat er, wo ist er zur Schule gegangen? Was hat er in der Schule erfahren? Also die KI-Katze, ne? Was hat Alfred vielleicht studiert? Schreibt es mal in die Kommentare, so biografisch. Alfred war da und da, hat das und das gemacht. Alfreds Charakter ist so und so. Und wenn ich das cool finde, dann werde ich das kopieren und sagen, also ich kann Alfred sozusagen jetzt immer wieder editieren. Ich kann ihm jetzt so sagen, fass mal deine Antworten kürzer. Heute fand ich, manche waren ein bisschen lang. Jetzt werde ich ihm sagen, versuch dich mal so auf 1000 Zeichen zu beschränken. Und wenn ihr irgendwie noch Ideen habt, wie wir Alfred weiter gestalten können, dann haut's gerne in die Kommentare. Und ansonsten war das einfach nur hier eine kleine, seichte Unterhaltung. So, und ich bereite mich jetzt mal weiter vor auf Sinans Woche am Freitag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.